Ja, die Schlacht haben wir auf jeden Fall verloren. Da gibt es nichts mehr zu machen. Hallihallo Leute und herzlich willkommen zum inzwischen dritten Part unserer Angespielt-Reihe des Spiels Rome 2 Total War. Ja, in der zweiten Folge, also in der letzten Folge, haben wir dann endlich, was heißt endlich, wir haben leider verloren gegen unsere Erzfeinde, sozusagen, die uns wieder mal im Hinterhalt erwischt haben. Ja, und jetzt versuchen wir in dieser Folge... Och nö. Ja, ja, jedenfalls versuchen wir in dieser Folge, die endlich zu besiegen und wie immer die Provinz einzunehmen. Und ja. So, mit denen können wir jetzt nur noch uns zurückziehen. Ja. Ja, das war echt ärgerlich in der letzten Runde. In der letzten Folge, meine ich damit. Fahnenflucht. Okay. Ja, Nahrungsmittelknappheit. Das liegt auch daran, weil unsere Armee jetzt zu groß ist inzwischen. Wir können jetzt auch mal einen Streitwagen nehmen, theoretisch. So. Krieg erklärt. Dumnonia den Namneten, okay. Den müssen wir dann wahrscheinlich auch uns für eine Seite entscheiden. Dann. Hier können wir wieder eine neue Technologie ausbauen, aber dann mache ich jetzt erstmal die militärische Seite. Ja, weil die Dumnonia sind ja unsere besten Freunde derzeit und wenn die gegen die Namneten kämpfen, werden wir natürlich vor die Wahl gestellt, dann auf welche Seite wir uns letzten Endes schlagen werden. So, und jetzt müssen wir doch mal endlich hier gegen die was ausrichten können hier. Okay, wir können nur zwei. Mhm. Ja, das ist alles sehr schwierig gerade. Die sind immer noch stärker als wir. Ich kann es ja mal probieren mit denen, aber ich glaube, das wird nichts. Wir können es ja mal probieren, ich speichere einfach mal. Und dann gucken wir mal, unser Kräfteverhältnis aussieht und greifen einfach mal an. Ja, die haben einfach noch zu viel da bei sich stehen. So, können wir jetzt noch abhauen? Mal gucken. Ja, ein Stückchen kommen wir noch. Dann würde ich mal sagen, laufen wir erstmal zurück zu unserer Basis, um dann da eine neue Armee aufzubauen. Auch wenn wir jetzt gerade Nahrungsknappheit haben, aber wir müssen ja irgendwie hier mal vorwärts kommen. Was können wir denn hier? Hier können wir gerade gar nichts ausbauen. Dann mache ich doch erstmal einen Versammlungsort. So. Diplomatie nochmal schnell nachgucken. Vielleicht können wir ja inzwischen mit denen handeln. Seid gegrüßt. Ne, dann haben die noch keinen Hafen, können wir leider immer noch nicht mit denen handeln. Friesi, seid gegrüßt! Sprecht! Ne, die wollen natürlich auch keinen Handel. Ich bin sicher, eure Waren finden. So, ja, dann würden wir es erstmal dabei jetzt belassen hier. Okay, die verstehen sich mit unseren Erzfeinden ganz gut. Das ist natürlich auch nicht gerade perfekt für uns. Vielleicht werden die Dumnonian dann, also diese Fraktion wird dann vielleicht auch noch später zu unseren Feinden. Mit denen hier mache ich erstmal nicht Angriffspakt. Wollen sie aber auch nicht. Und genügend Geld, um die zu überzeugen, haben wir auch nicht. Also würde ich sagen, müssen wir erstmal die Runde wieder beenden. Und dann gucken wir mal, wie es in der nächsten Runde dann weitergeht. Beziehungsweise könnten wir auch schon mal eine neue Flotte aufstellen. So, nehmen wir mal den. Hier können wir schon mal ein paar rekrutieren. So. Damit wir auch das Geld gut nutzen, was wir gerade haben. Und dann beenden wir erstmal die Runde und gucken mal, was die Gegner so machen.
Ach, die hauen schon ab hier. Mit ihrem Schiff. Natürlicher Tod, unser General ist gestorben. Nahrungsmittelknappheit haben wir immer noch, aber wir haben auch einfach gar nichts, wo wir Nahrung gewinnen können für unsere Truppen. Weil wir müssen uns erstmal hier weiter ausbreiten, um endlich mal noch eine Provinz hinzuzugewinnen. Wie, das war eben... Es ist genau unser General gestorben, wo wir eben die Truppen produziert haben. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, Leute, wir haben hier nur Pech in dem Spiel. Da bauen wir eben gerade oder rekrutieren Truppen und jetzt ist der auch direkt gestorben wieder. Probiere ich es dann nochmal mit dem hier. So. Den können wir auflösen. Grüße der Mutter. Wie kann ich euch helfen? Hier schicke ich nochmal unseren Spion hin. Brunnen vergiften, das schwächt auf jeden Fall deren Armee. Wobei viel von der Armee ist ja dann nicht mehr zu sehen. Vielleicht sind die alle auf dem Schiff jetzt woanders hingefahren. Und wir können haben dann später leichter, die zu erobern. Aber problematisch wird es dann nur, dass wenn wir eben diese Provinz hier erobern und die sind noch auf dem Schiff unterwegs, dann zerstören wir trotzdem nicht deren Fraktion. Also wir vernichten nicht die Fraktion, weil die immer noch auf dem Schiff sich quasi befinden. Die sind dann quasi provinzlos sozusagen. Ja, und es wäre natürlich besser, die Fraktion gleich mit zu vernichten, als dass die uns dann noch hier irgendwie einen Strick draus ziehen und von woanders angreifen, wenn sie eben mit dem Schiff unterwegs sind. So, aber die Runde können wir trotzdem erstmal wieder beenden. Oder auch nicht. Wir haben nämlich noch Verbesserungen für unseren Spion. Ja, 5% Chance besser ist auf jeden Fall nicht schlecht. Nehmen wir das auch mal dazu. Und dann beenden wir die Runde. Ach, da sind sie schon wieder. Das ist natürlich praktisch. Dann haben sie uns quasi gerade zugehört, dass wir so über die gelästert haben. Jetzt sind sie wieder da. Forschung abgeschlossen. Unser Agent wurde entdeckt, okay. Nahrungsmittelknappheit leider immer noch. Und einer unserer Generäle ist nach Hause zurückgekehrt, weil wir ja deren Streitmacht eben aufgelöst haben. Also diesen einen General haben wir ja eben aufgelöst. Und deswegen kehrt er sozusagen zur Heimat zurück. Weil der jetzt nicht mehr im Dienst ist. So, dann bauen wir das erstmal aus. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal ein paar Truppen schon mal rekrutiert. Ich sehne mich nach einem Kampf. Krieger! Bereit zum Kampf! So, schicke ich die mal auch mal damit rüber. Perfekt. Dann nehme ich noch zwei Steinschleuderer hinzu. Ich glaube, das müsste reichen. Oder lieber noch einen dritten. Ja, und dann sind wir, glaube ich, gut gewappnet, um die dann nochmal anzugreifen. Erstmal probiere ich nochmal was mit unserem Spion hier anzustellen. Vorräte vergiften oder Gepäckzeug zerstören. Ich vergifte lieber nochmal die Vorräte. Das schwächt die ja nochmal ein bisschen. Und dann wieder die Runde beenden. Ja, und dann können wir die, glaube ich, schon in der nächsten Runde angreifen. In den Angriff übergehen. Auf jeden Fall ist sehr schlechtes Wetter für einen Angriff jetzt gerade. Nahrungsmittelknappheit natürlich immer noch. Ach, die erste Fraktion ist schon zerstört, vernichtet worden. Und unser Versammlungsort ist jetzt auch abgeschlossen, der Bau davon. Und dann schicke ich jetzt mal unsere Truppen darüber. Hier kann ich noch einen Söldner rekrutieren. Pferde sind nämlich sehr wichtig.
Mit denen kann man immer gute Angriffe gegen die, gegen deren Steinschleuderer machen. Ja, und dann greifen wir doch einfach mal an. Soweit wie wir eben kommen. So, und da sind wir schon wieder. Den können wir mal so lassen, genau. Ja, und dann müssen wir auch schon wieder die Runde beenden. Ich mache nur noch mal schnell mit dem Spion. Schwäche ich die noch mal? Diesmal hat es leider nicht geklappt, aber ist ja nicht weiter schlimm. Wir machen das in der nächsten Runde vom Angriff dann noch mal, damit wir die noch mal schwächen können. Ach ja, was wir natürlich machen können, um die Nahrungsmittelknappheit aufzuheben, dass wir einfach mal die Steuern hier aufheben. Dann kriegen wir natürlich gar kein Einkommen, aber wir haben dann wenigstens Nahrungsmittelknappheit gleich 0. Und unsere Truppen gehen jetzt nicht, sterben jetzt nicht, weil sie kein Essen bekommen. Das ist nämlich immer das Problem von Nahrungsmittelknappheit. Ist natürlich klar, wenn wir nicht genügend Nahrung haben und unsere Truppen sind gerade unterwegs und brauchen die Nahrung, dass die sterben halt letzten Endes, wenn man die ganze Zeit stehen lässt und das nicht behebt. Hättet ihr nicht etwas Gold für mein Volk übrig? Ihr habt so viel und wir wollen nicht zu Sklaven des Neids werden. Ach, die bieten uns jetzt auf jeden Fall an für 400 Coins oder Euro, sage ich jetzt mal, für 400 € ein Handelsabkommen mit denen einzugehen. Ist natürlich nicht schlecht, können wir gleich mal machen. Dann stellen die sich quasi auf unsere Seite, weil die wissen ja, dass wir mit denen hier im Krieg sind. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall. 400 ist ja akzeptabel erstmal. Und Handel bringt natürlich auch wieder Geld ein. Aber wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach genau, wenn natürlich Nahrungsmittelknappheit ist natürlich, versteht natürlich jeder von selbst, dass eben dann eben auch die Truppen verhungern. Schlichtweg verhungern, genau. Und ja, so, Mission erteilt. Rekrutiert den folgenden Agenten, Streiter. Können wir auch nochmal machen. So, jetzt erstmal mit dem Spion als erstes. Vorräte vergiften, genau. Und dann gehen wir auch gleich mal in den Angriff über. Söldner können wir nicht mehr ausbilden. So, dann mal auf in die Schlacht. Wir sind immer noch deutlich schlechter als die. Ich belagere die erstmal. Dann können wir vielleicht noch mit wem nachrücken hier. Wobei, das glaube ich nicht, dass wir das noch schaffen in der Zeit. Bis die gleich wieder zurückschlagen, meine ich. So, Militär. Machen wir Militär mal auch mal weiter. So. Und ansonsten, was können wir noch mal machen? Hier vielleicht noch ein Handelsabkommen. Seid gegrüßt. Möchten sie aber auch nicht, Wir okay. wollen euren Tand nicht. Kaledonia. Ihr seid Ach, die willkommen. Kaledonier sind hier auf jeden Fall schon mal weitergekommen, wie ihr seht. Die haben hier gleich das nächste eingenommen. Mit denen sollten wir uns erstmal nicht verscherzen hier. Machen wir mal eine flatternde Zunge, Handelsabkommen. Die ohne Wollen sie nicht, aber nicht Angriffspakt. Wollen sie auch nicht. Ich hoffe, dass die Ein uns jetzt nicht gleich Mann, angreifen. Deine Freude beurteilt. Dies ist die falsche Zeit für eine solche Abmachung. Vielleicht können wir mit den Dumnoniern hier schon eine Konföderation machen. Auch nicht. Ja, es ist alles noch zu früh. Wir müssen uns erstmal quasi beweisen, dass wir halt vertrauenswürdig sind. Hier baue ich nochmal was aus. Wir können jetzt ja endlich diese hier erstellen. Aber da kostet schon ein einziger, kostet schon 600. 610. So. Ja, jetzt mache ich mal wieder Steuern, weil sonst haben wir gleich echt kein Geld mehr. Genau, hier, Steuerprovinz. Auch wenn jetzt Nahrungsmittelknappheit, aber wir brauchen halt endlich mal wieder Geld. Und dann schließen wir die Runde ab. Wobei wir müssen noch mal wieder unserem Spion, der ist wieder einen Rang höher gestiegen. Ja, machen wir mal 10% Chance auf kritischen Erfolg bei allen Aktionen. Dann haben wir es auf jeden Fall leichter, dann mal die Gegner zu schwächen mit unserem Spion. Und dann beenden wir die Runde.
Ich hoffe jetzt nicht, dass die jetzt gleich schon wieder zurückschlagen. Das wäre natürlich blöd. Ich hoffe, wir können jetzt noch mit den nächsten Truppen gleich nachrücken. Und dann unsere Truppen, die hier schon die Stadt belagern, eben verstärken. Ja, aber okay, sie greifen eben an. Dann hauen wir doch erstmal ab. Wir können ja dann immer noch nachrücken. Ich hoffe nur, dass wir nicht gleich wieder in den Hinterhalt geraten. So. Immer noch Nahrungsmittelknappheit, ja. Brunnen vergiften. So. Und jetzt mal gleich mit denen hinterher. Auch wenn das jetzt nicht so viele Truppen mehr sind, aber vielleicht ändert das schon mal das Kräfteverhältnis ein Stück weit. Können wir die hier noch mit reinschieben vielleicht? Perfekt, perfekt. So. Jetzt hoffe ich natürlich echt, dass die nicht gleich wieder mit ihrem blöden Hinterhalt ankommen. Aber wenn, sind wir glaube ich trotzdem deutlich stärker. Ja, wir können es einfach nur hoffen, dass die jetzt nicht gleich wieder mit ihrem blöden Hinterhalt anrücken. Und gucken uns das mal an, was die jetzt machen. Okay, sie gehen auf jeden Fall in eine andere Richtung. Eigentlich auch dumm von denen, dass die jetzt irgendwie... Okay, Epirus ist jetzt auch noch gestorben. Vernichtet worden, die Fraktion. Gestorben, ja. Und eigentlich dumm von denen, dass die jetzt irgendwie ausrücken und hier ihre Siedlung quasi zurücklassen. Aber es kommt uns natürlich zugute. Brunnen vergiften nochmal. Und dann greifen wir doch mal an. So. Ja, jetzt ist natürlich unser Kräfteverhältnis deutlich höher. Aber ich würde sagen, machen wir mit dem Gefecht in der nächsten Runde weiter. Vielen Dank wie immer fürs Zusehen. Bis dahin. Cheerio.